Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer entspannten Folge, zu einem entspannten Angespielt von einem Spiel, das ich freundlicherweise vom Entwickler zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und zwar ist das Spiel Ale and Tale Tavern. Mehr ist das gar nicht. Es ist im Grunde genommen eine Tavernensimulation, die allerdings auch noch viel rumherum bietet und nicht nur eine reine Simulation der Taverne darstellen möchte, sondern auch ein Multiplayer-Spiel ist. Wir können hier eine Taverne erstellen, die wir mit bis zu 4 Mitspielern im Koop spielen könnte. Wunderbar. Das Spiel, ich habe das Spiel kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, beziehungsweise ist gerade aktuell sowieso eine kostenlose Version auf Steam verfügbar. Von daher, trotz alledem, vielen Dank an die Entwickler, dass ich auf dieses Spiel aufmerksam gemacht wurde. Ich möchte es mir einmal kurz anschauen. Wir schauen einmal gerade kurz rein. Wir sind hier gerade in der Charaktererstellung. Ich habe meinen Charakter schon grob angelegt. Also man hat nicht viele Möglichkeiten. Wir haben die Wahl zwischen einem Mann und einem Mann. Dann können wir Haut, Haare, Gesicht und so weiter einstellen. Das habe ich schon einmal gemacht. Gefällt mir ganz gut. Name ist Grimbo. Wir bleiben so. Ich wende das an. Wir gehen in ein neues Spiel, Leute. Wir starten gemeinsam rein. Wir nennen das Spiel Grimbos Ale. Wir nennen das Spiel Grimbos Ale. Wunderbar. Ale Tale. Tavernensimulationen, Leute. Ich bin gespannt. So, da sind wir auch schon im Spiel, Leute. Lass uns mal einmal ganz kurz umschauen. Wir haben hier einen Wegweiser. Es geht zum Wald, zum Sumpf und zum See, was auch immer das sagen will. Und da hinten sind Felder. Wahrscheinlich können wir hier frei auf der Karte uns bewegen. Ich guck mal gerade, haben wir eine Map? Ich kann auch nichts Map-mäßiges aktivieren. Wir haben hier den lieben Händler stehen, der uns ein paar Dinge erzählt. Der quatscht erstmal gleich ein wenig mit uns. Und dann haben wir anscheinend die Aufgabe, diese schöne Taverne hier zu restaurieren und zu unserem zu machen, Leute. Liebe Kinder, wisst ihr noch damals, als wir plötzlich quasi über Nacht Besitzer einer Taverne wurden, das Ale and Tale bzw. Grimbos Ale. Leute, eine schöne Geschichte. Schaut zu und erlebt mit mir, wie es damals war. Aber zuerst quatschen wir jetzt einmal mit dem lieben Händler. Du denkst darüber nach, eine Taverne zu kaufen, nehme ich an, dann ist heute dein Glücksack. Die Taverne, die vor dir stehen, die Taverne, vor der wir stehen, wurde gerade zum Verkauf gestellt, aber verschleudere dein Geld nicht voreilig. Probiere die Rolle des Besitzers erst einmal aus. Schön, dich kennenzulernen, bist du. Ich bin nur ein bescheidener Händler. Ich wollte mich gerade aufmachen, um zu besser besuchten Ort weiterzuziehen, aber vielleicht bleibe ich noch eine Weile. Ich sehe Potenzial in dir. Und wo Potenzial ist, da ist auch Handel nicht weit. Falls du also etwas brauchst, komm zu mir, kaufen und verkaufen und ich teile auch ein paar Neuigkeiten mit dir. Danke dafür. Was für ein wundervoller Ort und die Leute sind so nett. Unser Land ist wirklich wundervoll, aber es ist nicht immer friedlich. Vor allem in der Nacht. Kreaturen streifen durch die Wälder und Sümpfe und stören den Frieden. Aber keine Sorge, ich habe auch Waffen im Angebot. Uhohoho. Könntest du das genauer erklären? Ach, mach dir keine Sorgen. Es sind nur meist lächerliche Geistergeschichten. Trotzdem wäre es eine gute Idee, sich eine Axt zuzulegen. Damit kannst du für Ordnung in der Taverne sorgen und Störenfriede können einpacken. Du kannst echt gut mit Worten umgehen. Versuch dich nicht zu weit von der Taverne zu entfernen. Wenn du zu weit weggehst, könnten andere Käufer auftauchen, die entscheidungsfreudiger sind. Und dann verpasst du diese einmalige Gelegenheit, Besitzer deiner eigenen Taverne zu werden. Verstanden? Ich bleibe in der Nähe. Wunderbar, Leute. Wir machen das, was er uns gesagt hat und kaufen uns mal sofort eine Axt. Und mit dieser wunderschönen Axt ausgerüstet marschieren wir gleich mal in die Taverne. Leute, wo wir doch gerade so schön hier vor diesem Händler stehen. Ich kann mir irgendwie nicht helfen, aber irgendwie erinnert mich das Grafik-Setting ein ganz klitzekleines bisschen an World of Warcraft. Ist zwar schon sehr lange her, aber ich finde irgendwie, keine Ahnung, kommen da gerade Erinnerungen hoch. Die Taverne ist gerade geschlossen. Wir könnten das Schild umdrehen. Machen wir doch nicht. Wir klopfen mal eben gerade die Bretter hier weg. Ich glaube, das hatte er mir gesagt. Das ist eine unserer Aufgaben. Dann lasst uns mal eben die dunkle Taverne betreten. Hier ist ja noch nicht mal das Licht, Leute. Was ist denn hier los? Sieht aber schon irgendwie ganz nett aus. Guck mal, da leuchtet was. Da gehen wir doch mal hin. Mieses, dunkles Loch hier. Guckt euch das mal an. Wusch. Und wir machen Licht. Leute, wunderschön. Guckt euch diesen wunderschönen Ort an. Das könnte unser sein, wenn wir uns denn entscheiden zu bleiben. Na komm, wir räumen hier erstmal so ein bisschen Schund zur Seite. Ein bisschen Müll an die Seite. Sieht ja furchtbar aus, Leute. Was denn hier passiert? Der Vorbesitzer hat es nicht allzu ordentlich hinterlassen. Aber wir machen das. Wir bringen das einmal in Ordnung und machen es hier einmal wieder schön. Ich glaube, hier hinten hatte ich auch noch ein Fass gesehen. So, auch das noch weg. Hervorragend. Haben wir noch irgendwas übersehen? Nein, haben wir nicht. Leute, dann gehen wir noch mal raus. Okay,
Das müssen wir wahrscheinlich erst irgendwie freischalten. Ist das vielleicht der Tanzsaal? Ich habe keine Ahnung, was auch immer wir da freischalten können. Leute, ist das schön hell hier draußen. Ein wunderschöner Tag. Ich glaube, wir müssen uns einen Besen kaufen. Also das machen wir dann auch mal direkt. So, wunderschön. Als nächstes müssen wir nämlich, ich gehe mal gerade in die Quest. Ich habe schon mal ein kleines bisschen vorgespickt und mir die ersten Quests angeschaut. Wir haben eine Quest bekommen. Kauf einen Besen, entferne 2 Pfützen, entferne 2 Spinnweben. Wir machen natürlich erstmal ordentlich sauber. Guck mal hier, überall der ganze Schmutz. Was ist denn hier los? Wie könnt ihr denn den Laden so dreckig hinterlassen? Ist doch wohl nicht euer Ernst. Überall Staub und Verunreinigung. Und immer diese Spinnweben an der Decke. Mann, ekelhaft. Ich hasse Spinnen, Leute. Zum Glück sind die gerade nicht zu Hause, die kleinen Biester. Und, sag mal, warum liegt denn da Stroh rum? Was ist denn hier los? Und hier auch. Was habt ihr denn hier getrieben, Leute? Wer hat denn den Ort das letzte Mal gemietet für eine Location? Kann ja wohl nicht sein. Überall Dreck, Spinnweben und Stroh. Wunderschön, da haben wir das doch auch. Hier ist doch ein bisschen Heu. Das schubsen wir auch noch mal eben kurz zur Seite und noch den ekligen Fleck. Schmodder weg hier. So, so kann man es sich gefallen lassen. Oh, guck mal hier. Schmutz, überall Schmutz. Mann, Leute, so kann man doch keinen Laden verkaufen. Und Fußabdrücke, da sowas. So, war es das dann? Ist der Laden dann jetzt mal ein bisschen sauber? Alles klar, komm, wir gehen noch mal raus, geben den Besen wieder ab, beziehungsweise den Besen behalten wir natürlich, ist ja unser. Und jetzt als nächstes sollen wir uns, glaube ich, ein paar Möbel zulegen. Wir brauchen einen Fasshalter, Geschirrwäscher, einen Ofen zu kochen, Fermentierer und einen Braukessel. So, danke dafür. Danke, mein Lieber. Ale and Tale. Wunderschön. Was das wohl für ein schöner Ort hier werden kann. Ein Dreh- und Angelpunkt in dieser Stadt. Leute, guck mal hier. Da habe ich auch noch Holzbretter. Mach mal weg. Mach auf das Loch. Wunderschön. Dann können wir hier auch mal raus. Was ist denn das? Ist das noch Müll? Jawohl. Können wir aber noch nicht beseitigen. So, wir gehen noch mal kurz in unsere Küche. Hier gehen wir einmal rein und wir haben einen Fasshalter bekommen, den können wir einmal hier in der Ecke drapieren. Hier können wir wahrscheinlich später ein Fässchen draufstellen. Und jetzt sollen wir hier einmal unsere Küche einrichten. Küche mit langem Ü. Ich würde sagen, ich packe hier einmal den Ofen hin. Dann haben wir einen Geschirrwäscher, das kommt natürlich direkt daneben. Hier wird gekocht, hier wird gewaschen. Das muss Hand in Hand gehen. Jetzt haben wir noch ein Fass und einen Braukessel. Ist die Frage, wo packen wir das Zeug denn hin? Ich packe es erstmal alles irgendwie hier so nebeneinander, mehr oder weniger schick drapiert. So. Und was auch immer wir damit machen, Leute. So weit war ich noch nicht. Ich habe nur einmal ganz kurz reingespickt. Egal, wir haben jetzt wahrscheinlich eine neue Aufgabe. Wir kaufen gerade mal direkt in die Quest. Wir haben Rezepte. Wir haben Gerstenbrei gelernt. Dafür brauchen wir Gerste und Wassereimer. Vermutlich müssen wir uns jetzt einen Eimer kaufen. Kaufe ein Fass, kaufe Gerste, kaufe Eimer, kaufe einen Krug. Wir haben noch 1600 Taler dort oben in unserem Portemonnaie. Dann gib mal her. Wir kaufen uns einmal Gerste. Ich kaufe mir nochmal Gerste. Wir brauchen bestimmt mehr. Kostet nur 10. Kann man sich... Kostet 120. Verdammt, bis ich hoffe, ich habe nicht zu viel eingekauft. So verbrauchbar. Wir brauchen ein Fass. Wir brauchen einen Krug. Vielleicht nehmen wir 2 Krüge mit. Wir brauchen Teller und einen Eimer. Jetzt ist die Frage, vielleicht nehmen wir lieber 2 Eimer mit. Fülle den Eimer mit Wasser. So, das hier oben scheint mir unser Schnellinventar zu sein. Also packe ich mir den Eimer mal hier oben rein. Eimer mit Wasser, das bedeutet, wir müssen doch garantiert irgendwo einen Wasserhahn oder einen Brunnen haben. Alles klar, Leute. Schaut mal, wir haben einen Brunnen. Eimer füllen. Ist der Eimer gefüllt? Gedrückt halten. Perfekt. Eimer ist gefüllt. Wir schauen direkt mal nach, was sollen wir machen. Fülle einen Krug mit Starkbier. Nicht so einfach, wie es aussieht. Okidoki. Bedeutet, jetzt müssen wir wahrscheinlich mit der Zubereitung beginnen. Wir haben Gerstengewürz. Das packen wir mal rein. Wir haben Wasser und wir haben Gerste. Kochen. Ast rein. Lass mal ruhig einmal durchkochen. Was haben wir denn noch? Wir könnten ja eventuell... Können wir hier schon was drauf kochen? Zubereitung. Gerstenbrei, lasst uns doch mal direkt schon mal ein bisschen Gerste reinmachen und Wasser. Super, und dann kochen wir uns auch schon mal einen Brei. Man weiß ja nicht, wann man es braucht und dann gehen wir uns einmal sofort den Eimer nochmal voll machen. Eimer füllen, bitteschön, danke sehr. Ich vermute, wir werden noch öfter Wasser brauchen, aber wie gesagt, keine Vermutung. Gerstengewürz und
und Gerste. Oh, guck mal hier, wie viel Gerste kriegen wir denn da raus? Wir benötigen Teller. Ich habe aber nur zwei. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz zum Händler, Leute, und kaufe mir mal direkt noch einen Teller. Kann ja nicht sein. Oder noch mal zwei. Wir haben ja noch ein bisschen Geld. Ich hoffe, wir kommen damit aus. So, du lieber Alter. Grüß dich selber, mein Lieber. So, ich kaufe dir direkt noch mal ein bis zwei Teller ab. Und wir nehmen auch noch einen Krug mit. Kann, glaube ich, nicht schaden. Wer weiß, wie voll die Hütte wird, wenn es einmal läuft. So, Dille. Dann gib mir auch mal eins, zwei. Ach, guck mal, wir könnten sogar noch was holen. Was müssen wir machen? Wir müssen noch mal kurz nachschauen. Füll einen Krug mit Stark. Hier nicht so einfach, wie es ausschaut. Gebraut. Gerstengewürz. Wasser einmal. Ich mach's noch mal. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gemacht habe. So. Ach, guck mal, hier haben wir Gerstengewürz. Ich koche noch mal. Zubereitung. Stark befasst. Hier brauchen wir auch noch mal ein Eimerchen mit Wasser. Und Gerstengewürz. Alles klar, dann kochen wir uns jetzt hier einmal unser lecker Bier. Ach, wunderbar. Läuft im Laden. Läuft im Grimbus, ey, Leute. Kann ich die Tür eigentlich auch zuschubsen hier? Nee, geht nicht. Was steht denn da? Wanted Ogres. Belohnung, Leute. Oger? Was ist denn hier los? Okay. Wir packen uns mal ein Fass voll Bier. Und ich denke, das können wir uns dann einmal hier auf unserem Bierfasshalter drapieren. Wunderschön. Nimm dir Starkbier. So, einmal, zweimal, dreimal. Wir haben dreimal Bier. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was sagt die Quest. Platziere einen Tisch und koche einige Gerichte. Finde die benötigten Zutaten im Rezeptbuch-Tab. Kaufe sie von einem Händler. Nimm saubere Teller und Krüge von den Regalen. Gut, ich denke, dann haben wir schon ein bisschen vorgearbeitet. Ist nicht so schlimm. Kommen wir mit zurecht. So, wir brauchen jetzt noch einen Tisch. Ja, ist ja gut. Du wiederholst dich, mein Lieber. Wir holen einen schönen eckigen Tisch. Was anderes können wir eh noch nicht machen. So. Tisch ist am Start. Dann gucken wir mal, wo wir dich am besten platzieren hier, du schöner Tisch. Einmal die 7. Vielleicht hier vorne. Hier ist der Eingang. Wo kommen wir denn rein? Da ist der Eingang. Vielleicht nicht direkt im Eingangsbereich. Wobei, man könnte es natürlich auch. Ist halt die Frage, wir kommen von hier. Ich pack's erstmal so hier nach vorne. So relativ in die Nähe. Wer weiß, wie das alles hier wird. So, wir gucken noch einmal ins Rezeptbuch. Speisekarte öffnen. Wir bieten an Gerstenbrei, das können wir. Und wir bieten an Starkbier. Super schön. Eröffne die Taverne. Alles klar, Leute. Der Job. So, einmal das Schild. Wir drehen es um. Geschlossen, geöffnet. Wunderbar. Die Nacht bricht an und die Taverne macht die Pforten auf, Leute. Das Bier wird in Strömen fließen. Wollen wir nochmal schnell den Eimer füllen? Ich glaube, das können wir einmal machen. Falls wir gleich nochmal irgendwas nachbrauen müssen oder kochen müssen, dann haben wir schon mal ein bisschen Wasser am Start. So, wo bleiben die Gäste hier? Kann ja wohl nicht sein. Nix los hier. Nee, möchte ich nicht entfernen. Ich brauche Gäste, Leute. Gäste. Ganz, ganz viele davon. Ist keiner da. Müssen wir noch irgendwas machen? Warte auf die Besucher und serviere Gerichte. Lass mal kurz gucken. 9. Kann ich das hier irgendwo Geschirrplatz? Gericht anrichten. Schau mal da. 1, 2. Und auch mal ein bisschen. Hier, guck mal hier, falls welche kommen. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und ich glaube, da kommt auch schon jemand. Wir haben hier noch ein paar Gerichte. Pass mal auf, die packen wir auch mal direkt hier mit hin. Da noch. Oh, habe ich es jetzt selbst gegessen? Verdammt nochmal. Ich hatte aber so einen Hunger. So, du Liebe. Bestellung aufnehmen. Gerstenbrei willst du haben? Kannst du haben. Ist kein Problem. Ich habe gerade zwar schon eins gebuttert, aber kriegst trotzdem noch eins. So. Gericht servieren. Bitte sehr, lass es dir schmecken, du Liebe. Pass auf, es ist heiß. Ich würde einmal pusten. Soll ich helfen? Nein, mach selber. Mach selber. So. Und ich würde sagen, ich hole noch mal eben kurz. Nee, pass auf, wir haben einen dreckigen Teller. Den können wir einmal direkt waschen. Wir machen hier Wasser rein. Und einmal Teller schrubben. Dann haben wir direkt wieder einen neuen Teller und können noch mal. Schau mal hier, wir müssen das sogar von Hand machen. Sauber. So, können wir direkt noch mal eine neue Suppe holen. Ja, schau mal da, neuer Gast. Bestellung annehmen. Auch ein Gerstenbrei. Kriegst du hier, guck mal hier, habe ich gerade frisch gekocht für dich. Bitteschön. Aber pass auf, musst du pusten, ist heiß. Ja. Leute, läuft doch hier. Läuft im Laden. Haben wir zufälligerweise noch einen Teller über? Nein, habe ich gar nicht. Aber wir haben eine Menge Bier. Warte auf die Besucher und serviere drei Gerichte.
kommt der nächste, Leute. Guck mal da. Und schon wieder eine nette Dame. Was ist mit dir los? Was darf ich? Auch ein Gerstenbrei. Guck mal, ich nehme mal den dreckigen Teller mit. So, und dann holen wir dir direkt mal einen neuen. Bitteschön. Einmal Gericht serviert. Und ich gehe mal spülen, Leute. Ist das eine Arbeit, die Leute Tellerwäscher sein? Das ist halt kein Zuckerschlecken. So, aber wir haben zwei saubere Töpfe. Pass auf, wir machen direkt nochmal einen neuen Gerstenbrei. Ich habe kein Wasser mehr. Oh, verdammt, ist nicht so schlimm. Ich hoffe... Ah, guck mal hier, die ist immer noch nicht fertig. Schließe die Taverne. Okay, was möchtest du noch haben? Ein Starkbierkrug. Kriegst du auf jeden Fall. Und dann machen wir den Laden gleich einmal zu. So, hier, bitteschön. Einmal serviert. Lass es dir schmecken, du Liebe. Ich räume schon mal ab und dann kochen wir gleich was Neues. Ich muss aber auch einmal raus hier, du Liebe. Kein Problem. Ihr trinkt ruhig aus. Ich mache trotzdem den Laden einmal zu. Nächste Quest. Serviere 10 Gerichte. Okay. Geht's dir gut? So, ich nehme den dreckigen Krug und mache sauber. Das ist ja, komm. Geh mal schön nach Hause. Pass auf dich auf. Draußen lauern finstere Gestalten. So, wir gehen mal wieder rein. Ja, Leute, ein witziges Spiel. Irgendwie hat das Ganze seinen Charme, muss ich sagen. Wir waschen einmal das dreckige Geschirr ab. So, nach einem langen Tag ist natürlich nicht direkt Feierabend. Wir müssen erst noch in der Küche arbeiten. So sieht's halt aus in der Küche. Wir haben nochmal neues Gewürz gemacht. Dann können wir auch direkt nochmal neues Bier brauen, wenn wir denn einen Eimer Wasser hätten. Holen wir uns doch direkt nochmal aus dem Brunnen. So, Eimer noch mal aufgefüllt. Wir füllen auch direkt das Fass nochmal. So, Wasser rein, Gewürze rein, einmal kochen lassen. Und wir füllen auch mal einmal den Wascheimer auf, Geschirrwäscher. Wir holen uns direkt nochmal einen Eimer Wasser, Leute. Eine Rennerei ist das vom Allerfeinsten. Wir hätten echt zwei Eimer kaufen müssen. Ich glaube, damit wären wir besser bedient gewesen. Spiel gespeichert. So, hier auch nochmal Wasser rein und Gerste rein. Müssen wir zwar gleich auch alles nochmal neu kaufen, aber wir kochen direkt nochmal frischen Brei. So, dann ist das auch am Start. Und ich würde sagen, wir öffnen den Schuppen nochmal. Wir sollen ja weiter verkaufen. Habe ich so verstanden, ist meine Aufgabe. So, mach auf. Wir haben soweit vorbereitet, Leute. Da steht sogar noch eine heiße Suppe. So, 1, 2, 3. Mehr können wir, glaube ich, nicht. Und was machen wir hier? So, genau, wie ein Fässchen. Aber hier ist ja auch noch was drin. Hätte ich noch gar nicht frisch kaufen müssen. Wo sind denn die ganzen... Ach, da stehen sie noch. Leute, wir haben ja erst eins verkauft. Ah. Guck mal da, gedrückt halten und der macht alles automatisch drauf. Auch nicht so schlecht. Ich gehe nochmal... Moment, wir haben noch Wasser da. Das ist voll. Das ist auch voll. Alles supi. Essen ist gekocht. Können gerade gar nicht so viel machen. Aber ich nehme, glaube ich, trotzdem mal das Fass hier raus. Benötigt Fass? Ach, haben wir nicht. Hab keinen Fass mehr. Aber hier sind ja noch 6 Stück drin. Es ist, glaube ich, alles gut soweit. Da kommt der Erste. Aha. Der Tag bricht sogar schon an. Leute, du bist ja eine Frühe. Hast du Hunger? Was möchtest du denn haben? Bestellung annehmen. Gerstenbrei und Starkbierkrug. Kriegst du, Achtung hier, serviert. Ach nee, ich muss das, muss ich beides haben. Nimm das, nimm das. Gericht servieren. Starkbierkrug. Und Gericht servieren. Okay, mehr geht gar nicht. Willst du jetzt noch ein Bier haben oder was ist da los? Oder wolltest du entweder oder willst du noch eins? Ich meine, ist ja kein Problem. Ich kann ja ruhig nochmal eins holen. So. Gericht servieren, kriegst du noch eins, ist kein Problem. Und was möchtest du gerne haben? Auch ein Starkbier. Leute, ihr seid mir ein paar versoffene Bande hier. So, Leute, hier, guck mal hier. Gericht serviert, bitteschön. Ich gehe mal eben waschen. Spülen, sag ich mal. So, einmal schnell sauber machen. So, Zeug ist sauber. Da kommt schon der nächste, Leute, was ist denn da los? So, wir zapfen mal direkt ein bisschen frisches Bier. Gerichte anrichten, so, pass auf. Was kann ich denn für dich? Gutes, Leute, die hat aber schon ordentlich eingeschickert. Weißt du was? Komm, geh mal nach Hause. Ich glaube, dir geht's nicht so gut. Du weißt, wo der Ausgang ist, ne? Dein Spaß mit dir. So, raus, raus, raus. Bestellung annehmen. Ein Gerstenbrei kannst du haben. Guck mal hier. Im Gerstenbrei. Ich mag ja Leute, die, schön,
Die sind nett, sind nicht so viel saufen und ordentlich Kohle hier lassen im Laden, ne? Nur damit du das schon mal weißt. Und direkt das dreckige Zeug wegräumen hier. Ah, und der nächste, Leute, was ist da los? Komm, ich mach mal direkt erstmal sauber. Sonst müssen wir gleich die dreckige Kuh hier benutzen. Das kann ja nicht sein. So, alles sauber. Wir holen mal neues Bier. Supi, wo bist du? Was willst du haben? Guten Tag, du Lieber. Gerstenbrei. Ich guck mal gerade nach. Haben wir zufällig noch am Start. Bitteschön. Lass es dir schmecken, aber... Kriegst du ein Bier? Okay, eigentlich nicht. Ist egal. Wolltest du einen Brei, kriegst du ein Bier. Geht auch, oder? Keine Ahnung, was passiert, wenn man die falschen Sachen serviert. Wir haben auf jeden Fall schon mal 5 von 10 Sachen serviert. Läuft hier im Laden. Möchtest du noch was anderes haben, sag mal? Er möchte auch mal ein Starkbier. Kannst du haben. Hier, serviert. Bitteschön. Dankeschön. Dann bist du aber nicht sauer, oder? Erzählst du nicht weiter, ne? Den Unterschied muss ich halt noch lernen als angehender neuer Gastronom. Möchtest du noch irgendwas? Leute, dein Bier kippt aus. Hier, bist du bekloppt? Mann, halt das mal gerade in den Becher. Haben auch alle kein Benehmen mehr. So, einmal. Leute, neues Tavernenteil. Neues Level freigeschaltet. Runter, Tisch und die Truhe. Sehr schön. Aber erst 6 von 10. Leute, gib mal her hier das leere Ding. Was möchtest du denn haben? Ein Gerstenbrei. Ja, selbstverständlich. Wir haben so viel Gerstenbrei gekocht. Hier, kriegst du. Ich hätte ja auch ein Bier machen können, aber kriegst erstmal ein Brei. Ich würde sagen, wir machen mal eben den Teller sauber. Dann holen wir vielleicht direkt noch mal ein bisschen... Ist dir was Frisches ran? Der Teller ist noch sauber. Gut, dann gib mir mal frischen Brei. Ich drapiere hier mal direkt alles. Und hol uns noch mal die letzten Biere hier raus. So, auch noch mal aufgestellt. Ja, ja, ich weiß. Kann's gehen. Alles gut. Danke. Dankeschön. Ich nehme den Becher direkt mit. Weil du so als Alleinunterhalter ist das echt ein Job hier. Ich bräuchte mal einen Kellner oder sowas. Starkbier. Hammer. Eins nur? Eins. Jawohl, bitteschön. Lass dich schmecken. Gerstenbrei, auch das noch. Ja, bitte sehr. Nimmst du? Denk dran, husten, heiß. Boah. So, ich pack mal direkt wieder alles hier hin, was wir noch haben. Und wasch auch mal das dreckige Zeug direkt wieder ab. So, irgendwie muss ich sagen, ist das schon charmant gemacht. Guck mal, da ist auch direkt schon der nächste Gast. Leute, wir kriegen hier keine Ruhe. Ein Starkbier hätte er gern. Hier, bitteschön. Starkbier haben wir. Was mache ich denn da immer? Habe ich das jetzt irgendwie umgeschaltet? Ich weiß es nicht. Irgendwie läuft es bei mir noch nicht ganz so rund. Aber das wird schon, Leute. Ich bin das erste Mal Gastronom. In meinem ganzen Leben. So. Einmal sauber machen. Dankeschön. Soll sich ja keiner beschweren können. Können wir uns eigentlich auch selbst die hier so voll saufen? Hier, Leute, guck mal hier, ich habe 10 verloren. haben wir noch Bier da? Ich muss mal gerade wieder voll machen. Ach so, Starkbierkrug benötigt. Ich glaube, der Krug ist jetzt wieder dreckig. Ach doch, sauber die Dinger hier. Eins, zwei. Der nächste ist schon da, Leute. Ich habe ganz schön einen im Tee. Drei. Gerstenbrei. Einen haben wir noch, einen haben wir noch. Bitteschön, hier. Unten wir Leute, irgendwie geht das ganz schön komisch gerade. So, hier, pass auf. Bitteschön, lass es dir schmecken. Kneipenroutine. Ich glaube, wir haben jetzt genug Leute bedient. Leute, was geht denn da? So, ich hole mir mal gerade das Fass. So, eins haben wir noch. Nimm Fass. Und dann machen wir das Ding mal direkt wieder voll, Leute. Das läuft ja wie geschnitten Brot hier. So. Fast einmal wieder abgestellt. Und ich komme schon. Ich komme schon. Kein Problem, Leute. Hier. Macht man nicht so Stress hier. Gerstenbrei. Habe ich da. Kriegst du. Bitteschön. Lass es dir schmecken. Können wir noch was kochen? Habe ich denn noch genug da? Leute, ich mache einmal voll. Gerstenbrei. Wir haben keine Gerste mehr. Verdammt. Ich hoffe, es kommen nicht mehr so viele, die was essen wollen. Ich würde sagen, Leute, pass mal auf. Ich mache einmal den Laden zu. Was möchtest du? Starkbier? Du kriegst noch eins? Bitte sehr. Das räume ich ab. Und dann machen wir den Schuppen gleich einmal wieder zu. Leute, ich muss hier erstmal wieder vorsorgen. Laden geschlossen. Tschö, komm mal wieder. Beehr mich bald wieder. Und ich sehe gerade irgendwie... Irgendwie ist die Kamera komisch eingestellt hier bei mir. Aber ist kein Problem. So. Apfelkehr, Leute, was ist denn da los? Ihr seid ja echt Schweine. Ihr könnt euch gar nicht mitnehmen, oder was? Tschö. Komm bloß nicht wieder. Doch, kannst immer jederzeit wieder gerne kommen. Wenn du Kohle da lässt, bist du wieder gerne gesehen.
Was haben wir denn da auch noch? Einen Apfel? Leute, ihr seid ja echt diese kleine Lumpen. So, ich würde sagen, für den ersten Tag ist es das gewesen. Guck mal hier. Ding, 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 ding. Wollte ich schon immer mal machen. Guck mal, wie dreckig. Ich muss gleich mal den Laden hier putzen. Zum Glück haben wir noch einen Besen am Start. So, ich würde sagen, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt von Alan Dale, lasst es mich wissen, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, kommentiert das Video, aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos verpasst und ich hoffe, wir sehen uns in diesem Sinne. Ich bin raus, euer Gamero.